Bestimmt kennen alle von euch den großen Bergschuhratgeber von mir. Dennoch kam immer wieder der Wunsch auf, ich soll mich doch mal genauer mit der Kategorie C beschäftigen und erklären, welche Unterschiede es gibt und warum es so viele unterschiedliche Bergschuhe gibt. Zeit für den Bergsteigen-Grundlagenkurs. Kategorie C. Die Firma Meindl hat vor Jahrzehnten begonnen, ihre Schuhe in Kategorien einzuteilen. Das Kastensystem der Firma gibt es bis heute und geht weit über die Firma Meindl hinaus. Für nähere Details zu den anderen Kategorien möchte ich an dieser Stelle aber an das Video bei I verweisen. Die Kategorie C ist deshalb so besonders, weil die meisten Bergsteiger am Beginn der großen Berge auch gern eines Tages Hochtouren, Gletscherquerungen und Co. unternehmen wollen, aber trotzdem auch auf anderen Bergtouren abseits vom Eis auf ihre Kosten kommen wollen. Falls das auch auf dich zutrifft, bist du grundsätzlich bei der Kategorie C Gold richtig. Trotzdem gibt's viel Auswahl, enorm viel Auswahl. La Sportiva Trango Tech, Trango Tau, Equilibrium, Trango Alp, Trango Cube, Scarpa Rebel, Rebel SHD, Rebel Tech und so weiter. Und natürlich alles in Leder auch nochmal. Bei Kategorie D oder B Schuhen gibt's da nicht so viel. Und das hat auch einen guten Grund. Kategorie C ist nicht gleich Kategorie C. Aber schauen wir uns kurz die Gemeinsamkeiten an, damit wir wissen, womit ihr definitiv immer rechnen könnt. Fangen wir beim Aufbau an. Jeder Kategorie C-Schuh ist bis über den Knöchel aufgebaut. 99% der Schuhe haben hier einen Schaft aus Kunststoff oder Leder. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, die lediglich eine Gamasche haben, aber die muss man sich jetzt nicht unbedingt merken. Dann wäre da noch die Kante hinten. Denn an der Ferse hat jeder Kategorie C-Schuh an fast der gleichen Stelle eine harte und robuste Kante aus Hartplastik. Die dient dem sicheren Befestigen von Steigeisen mit einem Kipphebel. Doch die Kante allein reicht noch nicht für einen sicheren Halt in den Steigeisen. Es braucht auch eine Sohle. Und diese Sohle ist bei Kategorie C-Schuhen etwas speziell, denn sie muss, im Gegensatz zu Kategorie B-Schuhen, zumindest im hinteren Bereich steif sein, also aus einer Sohle mit einer harten Gummimischung und einer robusten und unflexiblen Zwischensohle bestehen. Sonst könnte der Kipphebel ja leicht verrutschen. Im vorderen Bereich jedoch, wo bei Einsatz von Steigeisen nur ein Korb über den Schuh gelegt wird, kann der Schuh trotzdem flexibel sein, um dich beim Abrollen zu unterstützen. Damit ist er weniger klobig am Fuß und für längere Einsätze besser geeignet. Das müssen also all diese Schuhe erfüllen. Nebenbei sollte sie aber natürlich auch allesamt eine wasserfeste Membran und einen entsprechenden Schutz vor Geröll bieten, da du dich mit diesen Schuhen natürlich auch gerne im groben Gelände bewegen willst und nicht nur über Wald- oder Wiesenhügel latschen möchtest. Leider stimmt das alles, was ich gerade gesagt habe, zwar auf dem Papier, aber so manche Unterschiede machen in der Praxis so große Unterschiede, dass man den einen und den anderen Kategorie C-Schuh kaum miteinander vergleichen kann. Wie kann das sein? Schauen wir uns erstmal die Sohle an. Hier ist zwar mehr oder weniger wichtig, dass die Sohle steif ist, um Steigeisen solide befestigen zu können, jedoch gibt es hier keine Norm oder Mindeststeifigkeit oder was auch immer. Somit kann der Hersteller selber entscheiden, wie viel Stabilität die Sohle letztlich hergeben soll. Hier also die erste große Baustelle, die Sohle. Zwei Paar Kategorie C, zweimal komplett unterschiedlich in der Flexibilität. Der Trango Tower auf der einen Seite lässt sich kaum bewegen und rollt nur mittelmäßig ab. Der Trango Tech Leather ist hier hingegen ein echtes Flexibilitätswunder. Und schaut man sich dann nochmal flexiblere Modelle wie den Equilibrium an, dann wird's komplett verrückt. Das hängt alles mit der Sohle zusammen, genauer gesagt mit der Zwischensohle. Denn die kann bei jedem Kategorie C-Schuh ganz unterschiedlich aussehen. Der Trango Tower hier beispielsweise hat 5 mm Nylon, extrem dicht verbaut, was ihn zu einem wirklich harten und unnachgiebigen Schuh macht. Trotzdem Kategorie C. Der Trango Tech hat nur eine 4 mm dicke PPE-Schicht verbaut, die flexibler und dünner ist. Das macht den Schuh im Abrollverhalten leichter, dynamischer und flexibler. Aber warum produziert man eigentlich so harte und klobige Kategorie C-Schuhe, wenn es doch sowieso möglich ist, all diese Schuhe auch in weich, flexibel und bequem zu produzieren? Völlig sinnlos, oder? Absolut nicht. Weiche und flexible Schuhe haben einen großen Nachteil. Sie geben auf kleinen Tritten weniger Sicherheit und weniger Stabilität. Eine weiche oder flexible Sohle kann sich von kleinen Leisten auch schneller wegbiegen und abrutschen. Mir fallen viele Gegenden ein, wo ich das eigentlich nicht haben will. Eine steife Sohle steht solider auf kleinen Tritten, was sie also verlässlicher im heiklen Gelände macht. Auf die Spitze treiben kann man das natürlich dann auch mit einem Kategorie D-Schuh, der eine komplett steif konstruierte Sohle von vorn bis hinten hat.
Hier geht dann wirklich gar nichts mehr. Die Kategorie C will also das Mittelding zwischen gutes Abrollverhalten auf der einen Seite und Stabilität und Sicherheit auf der anderen Seite bieten. Aber auch die Hersteller haben irgendwann erkannt, dass man hier noch mehr Abstufungen einbauen kann und das ist auch ganz gut zu wissen. Übrigens, wenn dir mein Wissen wirklich weiterhilft und dir bei deiner Entscheidung bezüglich einer Auswahl hilft, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du mich mal bei PayPal oder Patreon auf einen Kaffee einladen könntest. So gelingt es mir auch künftig, in diesem Ausmaß Beratung anzubieten. Ich danke dir sehr. Doch zurück zum Thema. Die Nachteile einer steifen Sohle sind, glaube ich, selbsterklärend. Es gibt aber noch etwas, was oft mit einer weichen Sohle einhergeht, und das ist ein weicher und flexibler Schaft. Und ich höre die ganzen Equilibrium- und Rebell-Liebhaber schon wieder in ihren Sesseln sitzen. Ja, flexibler Schaft ist das Beste, was es gibt, will nie wieder was anderes. Ein flexibler Schaft ist natürlich immer dann praktisch, wenn man lange Gehzeiten hat, in denen das Gelände einfach und gemütlich ist. Ein harter und unterstützender Schaft kann aber in zwei Fällen ein Vorteil sein. Erstens, immer dann, wenn man noch etwas unsicher unterwegs ist im anspruchsvollen Gelände und deshalb viel Unterstützung möchte, ist ein steifer Schaft definitiv die bessere Wahl. Zweitens, ein steifer Schaft kann im steileren Eisgelände das Gehen sogar leichter machen. Das hängt damit zusammen, dass man mit einem harten Schaft definitiv mehr Kontrolle über die Steigeisen hat, vor allem wenn man die Frontalzacken einschlägt. Da ist es dann mit einem weichen Schaft deutlich schwerer, eine vernünftige Kontrolle und viel Druck aufzubauen. Übrigens geht mit einem sehr harten Schaft meist auch eine deutlich bessere Isolierung einher. Denn die Dicke und die Verhärtung muss ja irgendwo herkommen. Und meist wird dafür Isolationsmaterial verwendet. Das ist dann natürlich nochmal ein praktischer Nebeneffekt. Also bleibt die Frage, was wofür? Wer seinen Rebell für alle anspruchsvollen Hochtouren hernehmen will, wird damit keine riesige Freude haben. Wer seinen Trango Tower für einfache Hochtouren mit flachen Gletschern nutzen möchte, wird ebenso an der Freude scheitern. Die bequemen Schuhe sind natürlich verlockend. Aber Kategorie C ist nicht immer Kategorie C und das darf man einfach nicht vergessen. Sohle, Aufbau, Schaft und Isolierung spielen einfach eine große Rolle. Deshalb ist meine persönliche Empfehlung für alle Neukäufer, einfache Hochtouren bis PD sind definitiv auch mit flexiblen Kategorie C Schuhen wie einem Equilibrium oder einem Rebell HD zu machen. Und es wird einem an nichts fehlen eigentlich. Hochtouren ab PD Plus oder AD Minus und vielleicht Kletterei schwerer als der zweite Grad sollten eher ein Fall für steifere Modelle sein. Bei der Nutzung von Steigeisen im steilen Eis, im gemischten Gelände und auch im sehr exponierten und kleintrittigen Klettergelände hat man hier dann einfach Vorteile. Dass Zustiege damit dann natürlich weniger gemütlich sind, das sollte wohl klar sein, aber was nimmt man nicht alles in Kauf? Wenn euch das heutige Video gefallen hat, klar, ihr wisst Bescheid. Ich freue mich über jede Unterstützung in jeder Form. Abonniert vor allem den Kanal, wenn euch das Thema Hochtouren interessiert, denn dazu gibt es künftig noch ein ganzes Eck mehr. Bis zum nächsten Mal wünsche ich mir mal eine wunderschöne Zeit und Bergheil.